Läuft die Aufnahme wieder? Wir sind bei Among Us, jetzt wieder im normalen Modus. Das letzte Mal haben wir Hide and Seek gespielt und jetzt sind wir wieder normal. Ich habe erstmal das Geld eingestellt, wenn ihr aber eine andere Map wollt, könnt ihr einfach Bescheid sagen. Okay. Jo. Offenbar möchte keiner eine andere Map. Wie sieht es tasktechnisch aus? Im Moment sind eingestellt 2 Common, 2 Long, 4 Short. Kommt mir ein bisschen viel vor für 5 Leute. Eine Long, denke ich. Okay. Sollte es gehen. Gut. Wir probieren es mal und werden sehen, wie es balanciert ist. Ja, let's go. Und diesmal muss ich mich sofort muten, weil wir da nochmal. Nur Hide and Seek gespielt hat, das wird jetzt verwirrend. Zack. Okay. Ja, ab jetzt. Good luck, have fun. Kann ich nur mit euch reden. Du hast mich die ganze Zeit verfolgt. Ja, soll ich doch oder nicht, hä? Und bin erstmal Crewmate. In der Rolle Crewmate. Und wir sind wieder richtig langsam unterwegs. Ja, richtig langsam unterwegs. So, zack. So. Und wir können nicht mehr wenden. Ganz viele Dinge, die plötzlich wieder anders sind. Aber ich kann mein Pad noch streicheln. Okay, gehen wir gleich zu Storage, machen da noch die Task, nehmen wir die noch mit. Zack. Sehr schön. Okay, war noch nicht fertig, die Task, aber ist ja wurscht. Dann schließen wir den Download noch ab. So. Dann haben wir hier noch eine. Oh, das ist die Karte, ne? Ah, perfekt. Er war nie weg. So, und OH Electrical sind einfach 3 Tasks. Dann machen wir kurz bei Engine den fertig. Dann müssten wir nämlich nur noch zu Electrical laufen und da alles abschließen können. Das klingt doch ganz vernünftig. Ich gehe an Rasierer vorbei. Ich denke mir hoffentlich, das ist nicht Rasierer und dann geht mich sehr an. What the fuck ist passiert? Ich mache in Ruhe meine Task, um mich herum wird alles abgemetzelt, oder was? Ja. Als Oha. Sean mich getötet hat, habe ich einfach das Achievement bekommen, Watch Me Scan. Oha. Ja. Ich mache hier ganz unschuldig meine Runde und dann ist plötzlich vorbei. Ja, gut. Ich habe aber auch niemanden von euch gesehen. Ja, dafür habe ich sie alle gesehen. Ja, toll. Übrigens, weil ich diesen Schleim da gerade sehe von dir, Rasierer, den habe ich vorhin beim Hide and Seek als Imposter, war der plötzlich mitten auf dem Weg, deswegen dachte ich, du bist irgendwo in der Nähe, aber warst du nicht. Ja, krass. Der labte einfach rum. Hast du einfach liegen lassen, deinen Schleim. Das geht aber nicht. Ja. Mei. Okay, ja gut, das muss war ich besser dressieren. Das war eine schnelle Runde. Mach mal den Kill-Code auch ein bisschen höher. Achso, ja, danach. Alles klar. Danach, ja, gerne. Ich würde dann auch Players PV hochstellen. Oh! Muti Muti. So! Okay. Hab ich mit meinem O jetzt eigentlich was verraten? Das war nicht so klug. To be honest, war das nicht sehr klug. Wir machen mal kurz den Müll hier unten. So, hier ist das, ne? Oh, da geht schon los. Da geht schon los. Dann machen wir mal da oben. Okay, O2 ging sehr schnell weg. Da war offenbar jemand in der Nähe. Gut. Oha, also ich mach mich doch jetzt schon wieder super verdächtig hier. Ich hab doch keine Ahnung mehr, wie man das vernünftig spielt, Mann. So, ich mach jetzt auch den Download. Keine Ahnung, wie lange der dauert. So, Download fertig. Was muss ich denn noch so tun? Ich hab keinen Plan. Ich hab doch keine Ahnung. Äh,
wo war Lights? Wo kann man Lights aus? Ich hab. Okay, mach mir Com aus. Scheiß drauf. Ich kill jetzt Xehan. I don't care. Dann mache ich Com aus. Wieder an. Okay, ihr seid schon da. Wenn jetzt einer da hochläuft, ist halt. Okay. Die Frage ist, wann finden die Xehan, ne? Das ist das Ding. Boah, ich bin nicht mehr gut in der Runde. Ich bin in dem Spiel echt nicht mehr gut. Okay. Say what? Hat er das gemerkt? Der hat einen Schutzengel gehabt, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die sind beide hier. Ich muss nur noch einen Kill machen, ne? Theoretisch muss ich, glaube ich, nur noch einen Kill machen. Jetzt sind sie nicht mehr hier. Wir machen einfach keine Gesprächsrunden mehr. Wir killen einfach nur noch. Wir spielen das in Zukunft ohne Gesprächsrunden. Geht natürlich auch, klar. Soll ich? Okay, komm. Wir spielen irgendwie Conne? ohne Ich glaube, das war ein Self-Report. Ja, das ist Self-Report, weil... Ich habe den gerade nicht gekillt. Wir waren die ganze Zeit zusammen. Aber, ja, aber ich weiß nicht, weil seit wann der tot ist. Wollt ihr wissen, wo er liegt? Nö. Okay, ja gut, wenn ihr nicht wisst... Ich habe gerade eben noch gesehen. Du hast Xehan eben noch gesehen. Der ist gerade an dem, hier. Du hast Xehan eben gerade noch gesehen. Ich meine, er ist hellblau vorbeigelaufen. Also, ihr habt mich jetzt eh schon beide gevotet, ne? Ja. Ja. Gut, also, ja, ich bin Imposter. Aber nein, ich habe ihn vorgefühlt, ich habe ihn gekillt, während Com aus war. Das ist sehr, sehr lange her. Du kannst Xehan nicht gerade noch gesehen Echt? Haben. Okay. Und ich bin jetzt erst wieder hin und habe ihn jetzt reportet. Also, ja, ist okay. Aber die Begründung ist richtig schlecht gewesen. Weil der Tod ist schon ganz lange her von Xehan. Aber ja, ist okay. Wir können. Aber komm, es war doch eben noch aus, meine ich. Nee, das ist schon lange her. Das ist 3 Minuten her oder so. Hä? Ich meine, ihr habt den richtigen gewotet, aber die Begründung war schon weird. So. Richtiger Brain-Lag einfach nur. Imagine einfach, es wäre jetzt kein Self-Report und du hättest jetzt den Crewmate rausgeschmissen, weil er jetzt Ranty erst Xehan reportet. Ranty hat mich wahrscheinlich das letzte Mal vor 4 Minuten gesehen. Das muss der ist doch gerade an mir vorbeigelaufen. Ich dachte auch gerade so, eigentlich das ist es relativ klug, jetzt Xehan zu reporten, weil jetzt ist es schon lange her. Nee, war überhaupt nicht klug. Ja. Ich hätte einfach noch mal killen sollen. Ich wollte halt noch eine Gesprächsrunde starten. Ich habe so gerade noch zu meinen Zuschauern gesagt, wir machen gar keine Gesprächsrunde mehr, wir killen einfach nur noch. Ja. Aber. Ich habe noch ein Achievement bekommen für Rasiererschützen. So, wo ist der Kill-Cooldown? Okay, der geht hoch. Zack. Weil ich nice. Und den Player-Speed am besten auch. Ich war Schutzengel und habe dich einmal geschützt, aber beim zweiten Mal, wo ja. man dich attackiert hat. Ich hab's auch gesehen. Ich hatte dann so, oh mein Gott, hat er es jetzt gemerkt? Ja, schon, ja. Das merkt man gar nicht, ne, wenn man geschützt wird. Nee, das merkt man nicht. Okay. Ja. Deswegen dachte ich auch, du wärst safe und bin mit dir mitgegangen. Ja, genau in dem Moment, wo du an diesem Admin-Table standest, habe ich dich eigentlich gekillt und dann kam dieses Schild und dachte so, oh fuck. Genau, ich hab auf Schützen gedrückt und dann, das Problem ist aber, der Schützen-Cooldown ist 1 Minute oder so und der ist für halt immer höher. Ja. Also ich glaube, der ist immer um einen bestimmten Prozentsatz länger als der Kill-Cooldown, damit man beim zweiten Mal nämlich nicht schützen kann. Ja. Ja, war nice. Ich hätte nicht in die Gespräche gehen sollen. Ja, das war ein bisschen... Dass ich mit so einer Argumentation rausgekickt werde, naja, gut. ich hab sehr neben noch gesehen, das war ein Self-Report. Ja. Also, okay, ja gut. Aber man verliert auch das Gefühl, wenn halt so lange nichts passiert und plötzlich kommt einfach ein Report. Ja. Aber, ja gut. Dann wäre es egal, ob ich Rasierer oder Xehan reportet hätte. Ich hätte einfach nicht reporten sollen und euch weiter killen. Merke ich mir für die nächste Runde. So. Zack. So.
So. Das war schon Leute abstechen. Aber das heißt schon mal, ich habe mich nicht verdächtig gemacht, als ich so blöd reagiert habe, als ich das hier gelesen hatte. Gut, wir sind wieder Rolle Crewmate in der Rolle Crewmate. Perfektiko. Dann gehen wir doch gleich mal zu O2 und machen unseren ersten Task. Wir haben Xehan gerade noch gesehen, genau. Xehan ist derweil schon verstaubt in der Ecke, aber sie haben ihn gerade noch gesehen. So, flupp und flupp, zack. Und der geht auch fix, zack. Sehr schön. So, dann Comunicaciones. Das ist dieser blöde Download wieder. Oh, ich hasse es. Alle Wartetasks sind langweilig. Okay, er hat jetzt wieder Lights gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo man Lights ausmacht. Ach, das muss irgendwo da oben sein, ne? Ich meine, da, wo man es wieder einschaltet, muss man es auch ausschalten. Ach, keine Ahnung. Was dann der richtige Raum ist. Rasierer ist mit mir noch hier im Raum. Okay. Also Rasierer hatte eigentlich die Möglichkeit dazu gehabt. I don't know. So, zwei Tasks noch. Rasierer und Benny in einem Raum gewesen gerade noch. Xehan kam mir hier entgegen. Aber hier ist auch keine Leiche. Lights sind wieder aus. Und ein Task haben wir noch. Nee, jetzt müssen wir wieder darüber. Ach, das ist doch scheiße. Ach, Lights ist da drin, wo ich gerade war, in Electrical. Natürlich, das ergibt Sinn. Och, nee. Ich hasse dieses Ding. Hier ist gerade einer vorbeigelaufen an mir. Das war aber wieder Rasierer, ne? Ja. Der tut auch nichts. Seh an. Alle gehen sie da hoch. Okay, ich habe nur noch eine Task. Wir können auch über Tasks gewinnen, habe ich kein Problem mit. Aber scheinbar immer noch... Okay, Reggie. Jetzt habe ich alle mal gesehen. Jetzt habe ich alle mal getroffen. Das heißt, es ist auch noch keiner tot. Zumindest, falls jetzt nicht in Admin jemand liegt. So, aber das war meine letzte Task. Ich bin... Nein, immer noch nicht. Da oben ist noch eine. Das ist die, wo Reggie gerade hingelaufen ist. Dann würde ich ihn fast als Crewmate Hallo? Hä? Ich kann es nicht aufmachen. Okay, das war ja weird. Ich wollte gerade sagen, ich kann es nicht mehr aufmachen. So, ich habe meine Tasks durch. Jetzt kann ich Leichen suchen gehen. Okay. So, ich bin es definitiv nicht. Ich will es nur ganz kurz sagen, es ist kein Self-Report. Wer auch immer gerade in den Kameras ist, hat mich gerade auf der Kamera gesehen, wie ich bei Mad Bay rein bin und da unten liegt Reggie. Ich weiß nicht, wer gerade Kameras guckt, aber ich habe gesehen, dass die Kamera oben läuft. Ich bin Chaos, deswegen schaue ich Dings. Das muss Benny gewesen sein, weil Rasierer und ich waren gerade die ganze Zeit zusammen, also so seit einer Minute oder anderthalb. Okay. Das ist eindeutig für mich. Kannst du dich irgendwie verteidigen? Okay. Ich meine, es muss auch nur noch ein Task gemacht werden. Also ja, wir können auch skippen und den Task über die Task gewinnen, mir ist das egal. Ich skip. Okay. Wir brauchen mehr Tasks. Also. Dafür mute ich mich jetzt auch nicht, das Thema ist eh gleich durch. Ja, komm, Reaktorschmelz in meinen Arsch. Danke. Ja, Boys. Ich konnte nichts machen. Ich war die ganze Zeit Scientist und keiner war tot und ich habe mich gewundert, dann kommt Benny an. Ja. Dann war doch noch jemand tot. Ich hab mich die gewundert, wo Reggie liegt, weil ich mir dachte, dass er tot ist. Also ich mir das schon dachte. Weil wir waren zwischendurch alle zusammen bei Reactor, außer Reggie, der war nicht da. Ja, ich habe auch, nachdem meine Task fertig waren, habe ich dann gedacht, jetzt gehe ich mal auf die Suche, ob schon irgendjemand tot ist und jo. Ja. Da lag er dann. Aber die Tasks waren so gut wie durch. Sollen wir die Tasks erhöhen? Ja, würde ich sagen. Okay. Mach mal wieder einen Long Task dazu. Sehr gut.
So, ich trinke mal kurz einen Schluck, dass ich euch nicht die ganze Zeit anhuste. Diesen Monat war aber auch gefühlt jeder krank. Also eigentlich jeder, den ich kenne, hatte irgendwas. Ja. Also einschließlich mir. Ich hatte Corona Anfang des Monats. Oh. Ja, bei mir auch. Also ich war krank, meine Eltern waren krank, meine Schwester war krank. Also Corona hatte ich tatsächlich noch nie. Ja, bis Anfang des Monats hatte ich auch noch nie Corona und dann hatte ich positiven Test und danach ein paar Tage Grippesymptome. Das war's aber auch. Ja, gut. So. Jutsch. So. Okay. Jut ist eine exzellente Idee. Okay, wir sind wieder Crewmate in der Rolle des Crewmates. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Der Schneemann war so ein bisschen da reingebackt. Okay, kriege ich nicht mehr hin. Ist auch egal. Wir verlieren Zeit. Wertvolle Zeit. Die wir zum Downloaden verwenden könnten. Wobei das wohl eher ein Verschwenden ist. So. Ja, mache ich gleich. Kirasira ist eh schon dran. Ach, komm schon. Gut. Shields. Mann, sorry für das Husten. Jetzt ist irgendwie, trotz dass ich getrunken habe, ist mein... Ich rede jetzt einfach mal kurz nicht. Sean ist da rein. Ich würde jetzt fast mal nachschauen, ob Sean wiederkommt. Ob Veggie noch lebt. Oh, ja, moin. Offenbar lebt Veggie noch. Es leben alle noch. Ich bin gerade allen wieder begegnet. Es ist noch niemand tot. Oh, nicht schon wieder. Lights sind völlig irrelevant. Okay. Rasierer? Was hast du Weihnachten? Auf meinen Augen gekillt. Also, ich kann sagen, kannst du dich irgendwie... ich glaube nicht, dass es Benny ist, weil ich bin gerade mit ihm über die Leiche gestolpert. Ich habe Rasierer vorher nirgendwo gesehen. Also, er war mir schon am meisten sus, aber ich kann Benny nicht ausschließen. Okay, Rasierer, kannst du was dazu sagen? Aber es ist vielleicht vorher, ich weiß es nicht. Ich habe auch durchgängig nur dich, Conan und Reggie gesehen. Und Rasierer noch nie. Wo hast du Xehan denn gefunden? Ich war gerade im Labor, aber... also in dieser Klinik, wo man sich scannen muss. Da war ich gerade. Okay, ja, da ist Xehan tatsächlich hochgelaufen. Der ist nämlich... beim Reaktor hoch irgendwann. Ich habe ihn zuletzt in Electrical gesehen und danach nicht mehr. Ich bin da links über Reaktor und dann in die Klinik rein. Okay, ja, ich bin jetzt auch gerade in Reaktor und ich habe eben nur gesehen, dass Xian hoch ist, deswegen wollte ich wissen, ob das ungefähr passt, dass er da oben gestorben sein muss, aber das passt. Also für mich ist Rasierer schon das Hass. Okay. Ja, ich habe halt durchs Licht ein kleines bisschen blau gesehen, deswegen. Kleines bisschen blau, aha. Mhm. Du bist vielleicht einfach blau. Kann aber auch Shapeshifter sein. Na, dann gucken wir mal, was passiert. Stimmt, den gibt's ja auch noch, den Shapeshifter. Vielleicht war der das ja. Ja, vielleicht war es ja. Deswegen hat Rasierer nicht mal gesehen. Na. Ja, okay, easy.
Gut. Ja, nicht gut. Das war schlecht. Nö, für uns also nicht. Sehr schlecht. Jetzt laufe ich da zwei Leuten in die Arme, während ich kill. Das ist ja ganz schlecht. Passiert. Ja. Passiert den Besten. Naja, du hättest mich noch ein bisschen unsicher argumentieren können, weil ich war ja überhaupt nicht dabei, aber. Nee, also wenn zwei halt Leute mich sehen, so, ich weiß auch nicht. Ja, gut. Ich hab dich ja nicht gesehen, ich hab nur gesehen, dass Benny quasi. Ja, aber du hast Benny gesehen, genau. Und Benny hat mich gesehen, das ist eindeutig. Stimmt allerdings. Okay. Dann let's go. Ich will auch mal fleischen hier. Dann fleische. Ich werde fleischen. Sehr gut. Beim Conan. Ich fleische schon mal nicht. Hier haben wir Crewmate. Habe ich überhaupt eingestellt, dass es andere wollen? Habe ich mich. Man weiß es nicht so genau. Ach, dieser Sch. Und Swipecard ist natürlich auch wieder am Start. Dann machen wir das doch gleich. Dann machen wir den ganzen Quatsch doch gleich. Ah, oh, es klingt bestimmt nervig. Es tut mir leid. So. Upp. Dann hat wieder jemand die Lights geschaltet. Na, dann gehen wir halt mal die Lights fixen, ausnahmsweise. Oh! Sehan wollte scheinbar die Lights fixen, aber der Imposter hatte was dagegen. Ich glaube, Rasierer war gerade bei mir in Admin. Ich hätte da dunkelblau gesehen. Ja, genau, ich war gerade in Admin. Das ist korrekt. Okay. Rasierer kam zu Admin und ich bin aus Admin raus. Weil ja, ich habe auch eben noch gesehen, wie Xehan von Storage da nach links gegangen ist. Also ich dachte, dass er Lights fixen will. Jeder konnte noch Benny am Ende gesehen. Hm. Also, es könnten beide von euch sein für mich. Hm. Gerade. Ja, also ich war jetzt sagen. So gegen Ende in Medbay, hab gescannt und ja, dann bin ich gerade zu Camps gegangen und bin da jetzt am Ende auch. Ja, es lässt sich noch nicht allzu viel sagen. Ja. Also Benny hat halt am Anfang eine Task gemacht, die schon ziemlich natürlich wirkte, aber ich bin mir da nicht so viel genug, deswegen skippe ich erstmal. Oha. Hä, hey, Benny, du was? Wieso votest du dich selber? Warum nicht? Das hätte schief gehen können, wenn ich jetzt nicht auch noch Scherz gevotet hätte. Oh, ich muss mich muten. Na, Hilfe. So. Also ja, Lights sind gefixt. Naja. Ach nee, ist das schon wieder dieses Ding von gerade? Das, hier Simon Says. Oh, ich hasse es. Azira und Reggie waren gerade da, ne? Jetzt verdichtet sich ein bisschen auf Benny. Alles okay bei dir, Reggie? Ja, wieso? Du hattest gerade einen üblen Mac oder sowas. Du bist bei mir einfach fast aus der Map rausgeglitscht. Rasierer, reportest du bitte den Conan, der da gerade weg okay. ist? Okay. Gut. Sah strange aus, sorry, wollte ich nur sagen. Ja, das ist seltsam. Conan hat Conan gekillt. Ja, ich habe mir schon gedacht, weil bei mir gerade ein Conan rausgewendet ist. Ja, dann ist Benny, ich wusste es. Bosshafte Weihnachten. Ja. Ja, okay. Er war ja am Anfang auch noch Shapeshifter. Das war mir von Anfang an klar, weil du alleine gelaufen bist. Ja, merkt man, wer Hübi schaut. Dann ergibt das auch Sinn, warum ich Rasierer mich killen hab sehen. Nein, war es gar nicht Rasierer. Okay, verstehe. Ja, ich bin Shapeshifter. Verstehe. Ah. Weil
Weil ich dachte mir schon, das kann nicht sein, weil Rasierer dann ja kurz danach wieder ein Admin gewesen sein soll. Das passt irgendwie nicht. Ja, das wird tatsächlich nicht gegangen. Ja, weil man von. Also du bist ja in den Vent reingesprungen, Benny, und von dem Vent aus kommt man nicht wieder nach Admin, deswegen. Ja. Ja, gut. Ich werde für einen Map-Wechsel, oder? Ja. Ja. Oh. Wie lange geht der Part schon? 25 Minuten. Das? Yes. Viel länger. Also ich würde vielleicht noch sagen, eine Map, eine Runde noch oder so. Ja, ich habe schon auf Polus umgestellt. Macht Polus sehr gut, sehr schön. Ja, okay. Ja. Beste Map. Ja. Das wird jetzt Conans Thumbnail Template durcheinander bringen. Nee, ich mache einfach alle zwei Maps aufeinander. Ich mache einfach alles. Krass. So. Okay. Ich bin sowohl. Was ist das denn hier alles? Okay, interessant. Ach, das ist Shift und Dings, ne? Oh mein Gott, das wird so. Oh Gott, das wird mich. Wird mich richtig killen. So, jetzt habe ich aber erstmal festgestellt, dass ich da oben den Task nicht gemacht habe. Ich wollte auch gerade. Ich habe eine kurze Frage an Conan. Warum hast du nicht die Schlüssel gemacht? Ich wollte gerade zurücklaufen. Das habe ich mich am Anfang ehrlich gesagt auch gefragt. Ja, ich habe die Map aufgemacht und gesehen, dass da oben ein Task ist. Ich habe den nicht gesehen am Anfang. Das reicht mir als Begründung. Ja. Weitermachen. Ja. Ich hätte die trotzdem raus, aber okay. Das wirkt dir schon sehr verdächtig. Scheiße. So. So, dann gehe ich jetzt die Map hier, die Task hier nachmachen. Mann! Okay, so, jetzt habe ich die Task nachgemacht. Seid jetzt zufrieden? Das darf mir nicht nochmal passieren, so eine Scheiße. So eine Scheiße darf mir nicht nochmal passieren. So, das Schöne ist, hier drinnen kann man perfekt shiften. Die Frage ist nur, wie lange hält das aus und ich laufe in der Zeit jemandem über den Weg. Die Antwort ist leider nein. Wenn ich jetzt mich zurückschiffe, wäre das nicht so geil. Wenn man das sieht, ist das halt richtig mies. Oh, wow. Ich hab dann Verdacht. Okay. Also, ja. Folgendes. Ich stand an den Kameras. Hab so durchgesappt und ich habe gerade gesehen, wie Rasierer aus Labor rausgelaufen ist. Dachte ich mir, okay, alles klar. Muss ja erstmal nichts heißen. Ich gehe mal zu Labor rein und kurz hinter dem Eingang zum Labor lag Reggie. Also genau da, wo Rasierer gerade herkam vor 20 Sekunden. Du meinst, das ist falsch. Ich war kein einziges Mal in der Runde im Labor. Ich habe alle meine Aufgaben links gemacht. Bei Waffen habe ich 20 Asteroiden abgeschossen. Ich habe im Büro eine Aufgabe gemacht und ich bin jetzt im Artenraum, aber im Labor war ich noch nicht. Du sagst also, das war ein Shapeshifter. Ja. Wäre denkbar. Okay. Ja, okay. Okay. Du sagst, der Rasierer kam aus Labor? Genau, der kam aus Labor und ist aus dem linken Ausgang rausgegangen, also Richtung Startkapsel quasi. Okay, weil ich war jetzt noch, ich weiß nicht wann genau, aber ich war in Specimen und da ist ein Rasierer durchgelaufen. Also nach oben, genau, Richtung Labor.
Das deckt sich ja mit seiner Aussage. Wann war das in etwa? Wenn das schon der Shapeshifter war, habe ich ja Glück gehabt, dass der mich nicht mehr erwischt hat. Wann war das, Conan? Wann war das? Lass es eine halbe Minute vielleicht gewesen sein. Ja, dann, das deckt sich. Dann war es wahrscheinlich wirklich ein Shapeshifter, weil ungefähr vor einer halben Minute habe ich den anderen Rasierer... Oder Rasierer, hast du mich im Specimen, du warst da gar nicht, ne? Nein, habe ich nicht. Dann war es ein Shapeshifter. Hä? Ja, okay, gut. Dann war es, okay. Okay, ist der Shapeshifter aus Specimen rausgelaufen, hat einen Kill gemacht und ist aus Labor rausgelaufen. Und da habe ich den auf der Kamera gesehen. Okay, dann wissen wir schon mal, dass es einen geben muss. Ja, okay. Na gut, jetzt skippen wir mal. Okay. Mein Gott. Ich verstehe immer gar nicht, wie sowas funktioniert. Also ich verstehe gar nicht, wie das funktionieren kann. Dass, ne? hier, Dingens, weißt du schon. Aber diese Türen sind halt wirklich zum Shiften echt gut. Aber das wäre noch zum Zurückshiften gut, weil ich habe mich da in der Öffentlichkeit zurückverwandelt. Das war natürlich richtig unsmart. Be honest. Es hält schon recht lange, dieses Shifting. Oh, diesmal nicht. Oh, diesmal überhaupt nicht. Was ist denn da los? Ich verwandle mich ja sofort wieder zurück. Wenn ich jetzt jemandem über den Weg laufe, ist das schlecht. Machen wir es mal hier drin. No! Oh mein Gott! Da ist mir genau der Richtige über den Weg gelaufen. Ach du Scheiße! Okay, ich werde wieder zu Xehan. Oh, da muss. Ah, da. Ich bin ein Trottel, der kann ja reporten. Es ist Conan, der ist Shapeshifter. Das erklärt doch, warum er in Specimen nicht gekillt wurde, weil er sich nicht selber killen kann. Also, du hast mich ja noch. Ich war ja noch genau. Mit dir nach oben gegangen. Hab die Wires fertig gemacht, weil es meine letzte Task war. Dann bin ich wieder runtergegangen. Weil mir klar war, irgendwie kommt es mir jetzt das. Und dann, vor meinen Augen, tut sich Conan in Xehan verwandeln. Und im anderen Decon hat er Xehan getötet. Deckt sich mit Runde 1 und 2. Was hat Conan zu sagen? Ich sag nichts mehr. Ja, ich war ja schon eigentlich sass wegen dem Schlüssel, aber da hab ich zum Glück scheinbar euch noch. da hab ich euch zum Glück noch irgendwie. Aber gut. Ich bin schon froh, dass ich 2 Kills richtig als Shapeshifter geschafft habe. Alter. Ich hatte so Angst, dass es durch die Schlüssel schon vorbei war, aber da habe ich euch scheinbar noch überzeugen können. So ein bisschen zumindest. Ich wollte nur nicht, dass die Runde so schnell vorbei ist. Ich muss tatsächlich sagen, das war scheiße, dass du mich gekillt hast, Conan, weil ich habe dir geglaubt. Also ich dachte tatsächlich, der Shapeshifter wäre Benny, weil ich dachte... Ich wollte dich auch nicht killen, aber ich habe mich vor dir zurückverwandelt. Ja, genau. Also in dem Moment hätte ich gewusst, dass du es bist, klar, aber davor... Das war das Problem, ich hatte nicht vor, dich zu killen. Ich wollte mich da zurückverwandeln in dem Vent und da kamst du rein. Und wenn ein Xehan reinkommt, wenn ein Xehan schon drin ist, ist schwierig. Ja, okay. Stimmt schon, in dem Moment war es mir klar gewesen, aber war dumm gelaufen für dich, weil richtig. Ich hätte geglaubt. Also ich hatte gedacht, es wäre Benny gewesen. Ich hatte auch nicht vor, dich zu killen, aber es kam mir der Falsche entgegen. Ja. Auch gut, als Geist kann man direkt sehen, ob jetzt gerade der Imposter Shapeshifter ist, weil das dann unten steht. Ah, lol. Ah, okay. Das war früher aber noch nicht. Ja, wenn man den hortet, dann steht er halt. Ah, okay. I see. Wenn man über Conan geht und dann geht man über Xehan. Verstehe. Na, ich hatte ja auch ein bisschen Glück, dass Xehan das mit der Kamera und Rasierer gesehen hat. Ja. Ich war zu der Zeit unten links bei O2. Ja.
Dann habe ich gedacht, ich unterstütze ihn argumentativ ein bisschen, sodass ich wieder positiv wirke. Genau, und genau, der dachte ich mir, ach ja, der korroboriert meine Geschichte, dann passt das ja. Ja, genau. Ja, dann kam leider der Falsche entgegen. Okay, aber schön. So, nächstes Mal achte ich mehr auf, ob es diese Schlüsseltasse gibt. So. Chromate. Eine Schlüsseltask, schade. Ach ja. Okay, das Fernrohr ist mal wieder am Start. Ja, genau. Das hat zum Glück ein bisschen Zeit. Die Galaxie finde ich so lange schon. Hallo? Ja, wo sollen die sein? Ah, hier. So, okay. Bei 40 Sekunden gehe ich dann doch mal schnell. Okay, brauche ich nicht mehr stabilisieren gehen. Gut. Haben sich schon andere drum gekümmert. Xehan ist da runter. Xehan ist hier oben. Xehan geht wieder zurück. Okay. Dann ist da draußen noch was zu tun. Wer hat jetzt den Cooldown? Wer reportet dann? Okay, er killt. Jetzt muss aber der andere ganz schnell reporten. Gut. Nee, was machen das jetzt? Ach, Rasierer war der Shapeshifter. Nee, laber kein Müll jetzt. Hallo, es waren nur zwei Rasierer. Du bist der Imposter. Du hast dich gerade für zurückverwandelt, hast noch ja, schön Conan gekillt. Ja, wir haben eine schöne Party, wir haben einen schönen Tanz aufgeführt, ne? Aber ja, finde ich auch. Ja. Warte, was ist denn da passiert? Ja, also, ich erkläre es dir, okay? Also, okay. Rasierer okay. LP1 bin ich und Rasierer LP2, Reggie, waren zusammen mit Conan im Labor und haben einen schönen Tanz aufgeführt für, ja, keine Ahnung, Hochzeitstanz oder so. Und dann, dann hat Rasierer LP2, also Reggie, Conan gekillt und hat sich dann zurückverwandelt und jetzt reportet. Nee, das hab ich. Das ist schön, aber nur, dass es ein anderer Reggie war. Nee. Du bist Rasierer LP2, habe ich gehört. Okay, warte. Also, okay. Dazu nur mal kurz meine Seite, einfach nur, um das mal für die Zuschauer zu illustrieren. Ich war gerade im Labor zusammen mit Conan. Und habe ihn dann da alleine gelassen und bin dann durch Specimen gegangen und habe ihn ins Admin-Labor gestellt. Im Admin habe ich dann gesehen, dass gerade drei Leute im Labor sind. Dachte ich mir so, Mist, was ist denn da los? Und kurz danach kam der Report. Ja, das deckt sich mit meiner Geschichte. Ja, das war schon lustig. Ja. Ja, ich habe mir auch kaputt gelacht. Gut. Also es waren entweder zwei Regis oder zwei Rasierer, ja? Das obliegt jetzt ganz dir, ja. Boah, scheiße, Mann. Ja, redet mal noch mal ein bisschen. Ich brauche mehr Input. Ja, was soll ich sagen? Also ja, eben war der ja der Reaktor, da bin ich da hingegangen. Ja, ich dachte, die Sache sei deutlich, aber klar, für Xehan, der weiß halt, ja nicht, wie es war. Hier Rasierer gesehen, den habe ich dann verfolgt, da war dann ein anderer. Jetzt habe ich mich verplappert. Ja, jetzt hast du dich verplappert, das war's. Ja. Weil du kannst mich gar nicht als Rasierer gesehen haben, wenn du halt, genau. Richtig. Jawohl. Deswegen wollte ich, dass ihr noch mehr redet. Zum Glück. Dann wird die Sache klarer. Wird. Ja, schön, wenn einem plötzlich zwei Rasierer so entgegenkommen. Ja. Es war so, am Anfang... Aber da war der Schutzengel auch noch, da kam alles einfach. Ja stimmt, der Schutzengel hat ja auch nochmal sein Ding getan. Ding. Ja. Ich dachte mir auch so, Hilfe, was ist denn da passiert? Ich hatte es ja so halb auf dem Admin-Table gesehen, aber ich dachte mir so, Hilfe. Sonst hätte ich echt noch beide killen können, bevor der Cooldown hier von den Shapeshifters hätte wäre. Ja, ich habe die beide geschützt. Aber der Cooldown ist ja richtig lang. Ich dachte mir so, du bist jetzt schon so 20 Sekunden gefühlt Rasierer. Das ja. Ist ja, man verwandelt sich zurück, aber ja.
ohne den Schutzengel hätte ich es wahrscheinlich sogar geschafft. Also da hätte jemand anders reporten können, hätte ich mir irgendwie sagen können, ja, das wächst ja. Aber wieso hättest du es ohne den Schutzengel geschafft? Das verstehe ich nicht, weil sobald du killst... Weil ich dann hätte sagen können, ich wäre woanders, weil dann hätte keiner sagen können, dass ich das war. Aber wir waren ja zu dritt. Ja, aber ja, ich hätte sagen können, das wäre Xeran gewesen. Der Shapeshifter. Ah, ja, okay, stimmt. Richtig. Ja, aber nein, trotzdem. Wir waren ja zu dritt. Das heißt, der zweite kann doch auf jeden Fall dir hinterherlaufen, bis du dich zurückverwandelst. Ja, genau. Also ich kenne ihn davor. Ja, aber du killst ja einen. Deswegen, wir sind ja zu dritt. Du killst ja einen, dann hast du Kill-Cooldown, der nicht so lange geht, bis du dich zurückverwandelst. Ja, aber ich hätte ja beide in dem Cooldown, bevor ich mich zurückwandle, hätte ich hingekriegt. Ich hätte nur so viel. Hachi, du hättest Rasierer töten müssen. Nee, auch nicht. Hätte auch nichts gebracht, weil hätte Conan gewartet, bis er sich zurückverwandelt oder bis Reggie die Leiche selber reportet und sich damit selber quasi verrät. Ja, also der Shapeshifter-Cooldown wäre doch schneller weg gewesen als der nächste Kill-Cooldown. Ja, genau. Also egal wen du als... Oder ist der Cooldown kurz... Ich hatte nur 50 Sekunden Kill-Cooldown gerade eben. Nee, die 15 Sekunden hast du von dem Engel gehabt. Ah, das ist kürzer, okay. Dann genau. Der richtige Cooldown ist 30. Ich muss nur irgendwas tun und dann... Und der Shapeshifter hat ja nochmal einen relativ... Also, nicht einen Cooldown, sondern bis er sich zurückverwandelt, ist ja auch eine gewisse Zeit. Und die läuft ja eher ab, als dein Cooldown wieder da ist. Dein Kill. Aber ich hoffe, auf der Aufnahme sieht man den lustigen Tanz, der da eben stattgefunden hat. Natürlich. Sehr gut. Das hätte ich gern gesehen. Hatte nicht vor, euch aus den Augen zu lassen. Der war schön, mit zu ansehen. Der war schön. Ja. Ich habe halt nur überlegt, an welcher Rasierer sitzt der gefährlicher, bei wem darf ich nicht in der Nähe sein, aber es war egal. Ich meine, Distanz ja war es egal, wir waren die ganze Zeit auf dem Haufen. Der Ballstanz. Ja. Aber insofern hat es geklappt, dass jedenfalls der Zweite gesehen hat, wer der Verhandler war, und das war der Plan. Ja, genau. Egal, wer jetzt draufgegangen wäre von uns beiden. Zu dritt ist in der Situation halt mies. Ja. Deswegen bin ich auch da geblieben. Ja, genau. Okay. Noch eine Runde oder erstmal Partband? Wir sind bei 42 Minuten. Musst du wissen, du bist hier der Aufnehmer. Ja, mir ist es egal. Es geht doch noch eine Runde. Wie ihr das Gefühl habt, weil ich denke, wir nehmen auf jeden Fall noch einen Part auf, oder? Ja. Genau. Ja. Dann können wir auch beenden und nämlich einfach im nächsten Part weitermachen. Oder so. Danke. Gut. Dann danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Guten Abend.